Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres auferstandenen Herrn Jesus Christus sei mit euch. Und mit deinem Geist. Königliche Hoheiten, liebe Familie unserer Verstorbenen, liebe Schwestern und Brüder in Christus, ich darf Sie alle, die Sie heute Morgen aus nah und fern gekommen sind, hier in der Pfarr- und Schlosskirche Alshausen willkommen heißen zur Feier des Requiems für Ihre Königliche Hoheit, Prinzessin Elisabeth von Bourbon, Sizilien, Herzogin von Württemberg, die wenige Tage vor Vollendung des 89. Lebensjahres zum Herrn heimgekehrt ist. Wir tun in dieser Stunde das, was ihr zeitlebens so überaus wichtig war. Wir feiern in der heiligen Eucharistie den Tod und die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Ihn bitten wir zu Beginn dieser Seelenmesse um sein reiches Erbarmen. Erbarme sich über uns, er lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, erhöre unser Gebet für deine verstorbene Dienerin, die Prinzessin Elisabeth, die du auf Erden in die Gemeinschaft deiner Kirche gerufen hast. Nimm sie auf in die Schar deiner Heiligen, im Reich des Lichtes und des Friedens. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Ephesus. Schwestern und Brüder, Gott, der reich ist an Erbarmen, hat uns, die wir infolge unserer Sünden tot waren, in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, zusammen mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit Christus Jesus auferweckt und uns zusammen mit ihm einen Platz in den himmlischen Bereichen gegeben, um in den kommenden Zeiten den überfließenden Reichtum seiner Gnade zu zeigen, in Güte an uns durch Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr durch den Glauben gerettet, nicht aus eigener Kraft. Gott hat es geschenkt. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Und wir werden dir
sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, O Herr. Nach dem Sabbat kamen in der Morgendämmerung des ersten Tages der Woche Maria aus Magdala und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Plötzlich entstand ein gewaltiges Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat an das Grab, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Die Wächter begannen vor Angst zu zittern und fielen wie tot zu Boden. Der Engel aber sagte zu den Frauen: Fürchtet euch nicht, ich weiß, ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er lag. Dann geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen, er ist von den Toten auferstanden. Er geht euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Ich habe es euch gesagt. Sogleich verließen sie das Grab und eilten voll Furcht und großer Freude zu seinen Jüngern, um ihnen die Botschaft zu verkünden. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Königliche Hoheiten, liebe Familie unserer Verstorbenen, liebe Schwestern und Brüder in Christus. An diesem Mittwoch haben wir das Fest der Darstellung des Herrn Lichtmess gefeiert, an welchem Prinzessin Elisabeth das 89. Lebensjahr vollendet hätte. Im Festtagsevangelium des 2. Februar haben wir gehört vom greisen Simeon und von der alten Hanna, deren Leben sich in der Begegnung mit dem Herrn vollenden durfte. Und so wie ein Simeon ausrufen konnte, nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden, so hat wenige Tage vor Marie Lichtmess Prinzessin Elisabeth ihr Leben im Frieden mit Gott und den Menschen vollendet. Begonnen hatte dieses am 2. Februar des Jahres 1933. An diesem Tag erblickte sie als Tochter des Herzogs Philipp Albrecht von Württemberg und der Erzherzogin Rosa von Österreich in der alten württembergischen Hauptstadt Stuttgart das Licht der Welt. Weil er im November desselben Jahres den Wahlen fernblieb, zog sich Herzog Philipp die Feindschaft der nationalsozialistischen Machthaber zu und wurde von ihnen gezwungen, Stuttgart zu verlassen. Hier am Zufluchtsort Schloss Alshausen in Oberschwaben verbrachte Elisabeth, von der Familie liebevoll Lisa genannt, denn auch ihre frühe Kindheit und die schwere Zeit des Zweiten Weltkriegs. Diese Jahre haben sie stark geprägt und sind ihr ein Leben lang in intensiver Erinnerung geblieben. Zahlreiche Geschichten aus dieser Zeit hat sie später gerne erzählt, traurige ebenso wie fröhliche. Eine besonders lustige Anekdote war beispielsweise die sogenannte Brennnesselschlacht mit den Buben aus dem Dorf. Die ersten Jahre ihrer Schulzeit wurde die junge Herzogin im Schloss unterrichtet. Bevor sie im Alter von 13 Jahren auf das berühmte Mädchengymnasium in Klosterwald bei Meßkirch wechselte, wo sie bis zum Abitur verblieb. Diese Zeit war eine besonders glückliche in ihrem Leben. Zahlreiche Freundschaften entstanden dort, die ein Leben lang bestehen blieben. Aber auch die Jahre ihres Studiums in München
waren eine Zeit, die Elisabeth in guter Erinnerung behalten sollte. Nicht zuletzt als eine Zeit mit vielen Festen. Auch hier schloss sie zahlreiche Freundschaften. Was nicht zuletzt ihrem liebenswürdigen und fröhlichen Wesen zu verdanken war. In ihrer stets aufrichtigen und selbstbewussten Art konnte sie einem jeden ihre Meinung offen ins Gesicht sagen, ohne den anderen dabei zu verletzen. Dies hat sie ein Leben lang ausgezeichnet. Ein neuer Lebensabschnitt begann für Herzogin Elisabeth von Württemberg, als sie ihren künftigen Ehemann, den im französischen Cannes geborenen und in Paris lebenden Prinzen Antoine von Bourbon-Sizilien, kennen und lieben lernte. Am 19. Juli 1958 läuteten für die beiden die Glocken unserer Pfarr- und Schlosskirche St. Michael, an deren Hochaltar sie vor dem Rottenburger Bischof Karl Josef Leibrecht einander das Eheversprechen gaben. Mit 4 Kindern wurde die Ehe gesegnet. Zunächst durch die Geburt des Sohnes Francesco, sodann mit der Tochter Maria Carolina, sowie den Kindern Gennaro und Maria Annunziata. Besonders die Namenswahl für den zweiten Sohn, benannt nach dem Stadtpatron St. Januarius, erinnert an die Verbundenheit der Familie mit Neapel und mit der Geschichte des Königreichs beider Sizilien. Die ersten 6 Ehejahre verbrachte das junge Paar in Paris, bevor es nach Portugal umzog. Dort kam es allerdings am 25. April 1974 zur sogenannten Nelkenrevolution, einem von einer linksgerichteten Armeegruppe angeführten Militärputsch, in dessen Folge die Familie das Land wieder verließ, für ein Jahr Zuflucht hier in Alshausen fand und dann nach Belgien umzog. Dort lebten Antoine und Elisabeth de Bourbon-Sicile bis zum Jahr 2005, um dann wiederum nach einer einjährigen Zwischenstation hier auf Schloss Alshausen ins schweizerische Lausanne überzusiedeln. Dank ihres ausgezeichneten Organisationstalentes und einer geradezu vorbildlichen Perfektion gelang es Prinzessin Elisabeth stets, all die vielen Umzüge nicht nur zu bewerkstelligen, sondern sie sogar mit guter Laune zu bewältigen. Und wann immer es ihr möglich war, besuchte sie gerne den Bruder in der alten Heimat auf Schloss Alshausen und freute sich ein jedes Mal ganz besonders, wenn hier bei besonderen Anlässen alle Geschwister zusammenkamen. Aufgrund des fortgeschrittenen Alters beschloss das Ehepaar Bourbon-Sizilien dann im Jahr 2016 auf die britische Insel umzuziehen, um dort in England in der Nähe der Kinder Carolina, Gennaro und Annunziata zu sein. Zunächst siedelte Prinzessin Elisabeth zur Tochter Annunziata nach London über, bis sie nach einem Sturz auf das Bett angewiesen war und daraufhin von der Tochter Carolina nach Bristol an die Südküste geholt wurde. Dass sie sich nicht mehr fortbewegen konnte und stets auf fremde Hilfe angewiesen war, war für Elisabeth, die ja stets eine fürsorgliche, herzliche Mutter und eine leidenschaftliche, ja geradezu perfekte Hausfrau gewesen war, gewiss keine leichte Erfahrung. Doch verbrachte sie viel Zeit damit, zu lesen und zu beten. Ihr katholischer Glaube, in welchem sie tief verwurzelt war und den sie mit Prinz Antoine teilen durfte, gab ihr viel Kraft in dieser schweren Zeit, in der sie nicht nur auf das Bett angewiesen war, sondern auch unter einer starken Sehschwäche und einer extremen Schwerhörigkeit litt. So hat sie es sich nicht nehmen lassen,
Sonntag für Sonntag die heilige Messe mit uns zu feiern, die wie auch in dieser Stunde live aus der Pfarr- und Schlosskirche übertragen wurde. Allein der Anblick des barocken Kirchenraumes, in welchem sie einst vor den Traualtar trat und mit welchem sie so viele Erinnerungen verbanden, erweckten in ihr warme, heimatliche Gefühle. Da die Prinzessin noch besser sehen als hören konnte, schickte ich ihr meine sonntäglichen Predigten im Vorfeld zu, sodass sie diese, während sie gehalten wurden, mitlesen konnte. So waren wir ihr in einer ganz besonderen geistlichen Weise über den Ärmelkanal hinweg verbunden, in der Feier der Eucharistie und im gemeinsamen Glauben. In der Kraft des Glaubens und im gläubigen Aufblick zum gekreuzigten und auferstandenen Herrn nahm Prinzessin Elisabeth denn auch nach über 60 Ehejahren Abschied vom Ehemann Prinz Antoine, der ebenso wie ihr Bruder Ludwig im Jahr 2019 verstarb, ehe sich im vergangenen Jahr auch das Leben ihrer Schwester Helene zu Ende neigte. Ihnen ist sie nun versehen mit den heiligen Sakramenten am 22. Januar in die Ewigkeit nachgefolgt, jedoch nicht, ohne zuvor von ihren geliebten Kindern Abschied zu nehmen. Wenn wir nun Abschied nehmen müssen von dem, was sterblich gewesen ist am Leben von Prinzessin Elisabeth, dann wollen wir dies tun in der Hoffnung auf ein ewiges Wiedersehen. Dies ist seit Lebens ihr Glaube gewesen, dass der Tod nicht das Ende ist, sondern dass Gott uns vielmehr einst, wie es der Apostel Paulus an die Gemeinde von Ephesus schreibt, mit Christus auferwecken und uns mit ihm einen Platz im Himmel geben wird. Die Auferstehung Christi ist uns Garant dieser Hoffnung. Sein Grab ist kein Grab wie alle anderen. Dieses Grab ist offen. Der schwere Stein, der es verschlossen hielt, ist weggerollt. Diejenigen, die gekommen sind, um einen Toten zu beweinen, finden keinen, den sie betrauern könnten. Und so dürfen wir in dem, was uns vorhin im letzten Kapitel des Matthäus-Evangeliums verkündet wurde, nichts Geringeres erblicken als Gottes Aufstand gegen den Tod. Die Frauen, die das leere Grab entdeckt haben, sie konnten diese Erfahrung nur machen, weil sie bereit waren, sich dem leidvollen Erleben auszusetzen, einen geliebten Menschen im Tode loslassen zu müssen. Und auch uns, liebe Schwestern und Brüder, wird diese zutiefst österliche Erfahrung nur geschenkt werden, wenn wir bereit sind, unsere liebe Prinzessin Elisabeth, ihre geliebte Mutter, Großmutter und Schwester loszulassen. Wir dürfen sie nun, da ihr Erdenweg zu Ende gegangen ist, nicht festhalten, sondern wir dürfen sie vielmehr den guten und barmherzigen Händen dessen überlassen, der sie einst aus Liebe ins Dasein gerufen hat. Weil sie sich ihm ein ganzes Menschenleben lang aus glaubendem Herzen heraus anvertraut hatte, deshalb konnte Elisabeth de Bourbon-Sicile im Augenblick ihres Todes getrost alles überlassen. Weil sich Gott erwiesen hat als der, der zwar nicht vor dem Tod bewahrt, wohl aber aus dem Tod zu erretten vermag, deshalb konnte sie ihr Leben und ihr Sterben ihm ganz anvertrauen und ihm mit dem letzten Atemzug gleichsam im Herzen das Halleluja der Hoffnung singen. Möge sich dies nun auf ewig vollenden in der seligen Gemeinschaft der Engel und Heiligen. Amen. So wollen wir miteinander
Fürbitte halten. Vertrauensvoll beten wir zu Jesus Christus, den Gott von den Toten auferweckt hat. Führe unsere liebe Großmutter, Mutter, Tante und Schwester Elisabeth, deren irdischer Weg zu Ende gegangen ist, in das Land der Verheißung, des Lichtes und des Friedens. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Vergilt ihr all das Gute, das sie in ihrem langen Leben zur Ehre Gottes und zur Freude der Menschen getan hat. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Wende dich unserer Familie zu, die sie auf Erden zurückgelassen hat, und tröste uns mit der Hoffnung auf ein ewiges Wiedersehen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Geleite uns alle durch das Dunkel dieser Zeit zu deinem ewigen Licht. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Allmächtiger Gott, du willst, dass wir uns aufmachen und Frucht bringen im Glauben. Sei uns dabei stets nahe in deinem Wort und Sakrament, durch Christus, unseren Herrn. Amen. Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott dem Allmächtigen Vater gefalle. Herr, sieh voll Erbarmen auf deine Dienerin, die Prinzessin Elisabeth,
für die wir das Opfer des Lobes und der Versöhnung feiern, und lass sie auferstehen zum ewigen Leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken, durch unseren Herrn Jesus Christus. In ihm erstrahlt uns die Hoffnung, dass wir zur Seligkeit auferstehen. Bedrückt uns auch das Los des sicheren Todes, so tröstet uns doch die Verheißung der künftigen Unsterblichkeit. Denn deinen Gläubigen, o Herr, wird das Leben gewandelt, nicht genommen. Und wenn die Herberge der irdischen Pilgerschaft zerfällt, ist uns im Himmel eine ewige Wohnung bereitet. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. Du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott, heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis.
Geheimnis des Glaubens, deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit dem heiligen Michael, mit der heiligen Elisabeth und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Gebhard und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich deiner Dienerin, der Prinzessin Elisabeth, die du aus dieser Welt zu dir gerufen hast. Durch die Taufe gehört sie Christus an, ihm ist sie gleich geworden im Tod. Gib ihr auch Anteil an der Auferstehung, wenn Christus die Toten auferweckt und unseren irdischen Leib seinem verklärten Leib ähnlich macht. Erbarme dich aller unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Dann wirst du alle Tränen trocknen. Wir werden dich, unseren Gott, schauen, wie du bist, dir ähnlich sein auf ewig und dein Lob singen ohne Ende. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Reinheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Dem Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung wagen wir zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr Allmächtiger und Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herr Jesus Christus, du schenkst den Frieden, den die Welt nicht geben kann. Du schenkst den Frieden, der die Welt überwindet. So bitten wir, Herr Jesus Christus, starker Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden, schau vielmehr auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem heiligen Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Und mit eurem Geiste. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Der Herr tue ihr das Tor zum Paradies auf, zur Heimkehr in das Land, wo kein Tod mehr ist, in das Land der ewigen Freude. Ist die heilige mich.
Lasset uns beten. Getreuer Gott, wir haben das Sakrament des Lebens empfangen. Erhöre unser Gebet für deine verstorbene Dienerin, die Prinzessin Elisabeth. Du hast sie in das Volk des neuen Bundes aufgenommen. Darum reinige sie durch die Kraft dieses Sakramentes und schenke ihr den Frieden in deinem Reich. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Da wir das Requiem für Prinzessin Elisabeth am Herz Jesu Freitag feiern, spreche ich das Herz Jesu Gebet der heiligen Margarita Maria Alacoque. Heiligstes Herz Jesu, du Inbegriff der Liebe, sei du uns Schutz im Leben und Unterpfand des ewigen Heils. Sei du uns Stärke in Schwachheit und Unbeständigkeit, sei du die Sühne für alle Sünden unseres Lebens. Du Herz der Milde und Güte, sei unsere Zuflucht in der Stunde unseres Todes. Sei unsere Rechtfertigung vor Gott. Wende ab von uns die Strafe seines gerechten Zornes. Herz der Liebe, auf dich setzen wir unser ganzes Vertrauen. Von unserer Bosheit fürchten wir alles, aber von deiner Liebe hoffen wir alles. Tilge in uns, was dir missfallen oder entgegen sein könnte. Deine Liebe präge sich so tief unseren Herzen ein, dass wir dich niemals vergessen, dass wir niemals von dir getrennt werden können. Herr und Heiland, bei deiner ganzen Liebe bitten wir dich, lass unsere Namen tief eingeschrieben sein in deinem heiligsten Herzen. Unser Glück und unsere Ehre soll es sein, in deinem Dienst zu leben und zu sterben. Amen. Herr, gib deiner Dienerin, der Prinzessin Elisabeth, die ewige Ruhe. Und das ewige Licht leuchte ihr. Herr, lass sie ruhen in Frieden. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Die Gnade seines Segens schenke euch der Gott allen Trostes, der uns aus Liebe erschaffen und uns in Christus die Hoffnung auf die selige Auferstehung geschenkt hat. Amen. Den Lebenden gewähre er die Verzeihung der Sünden, die Verstorbenen führe er in sein Licht und seinen Frieden. Der Lebenden und der Toten erbarme sich Christus, der wahrhaft aus dem Grabe erstanden ist. Amen. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehet hin in Frieden.